So, und damit auch willkommen zurück bei Watch Dogs 2, wo wir natürlich gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Wir haben jetzt hier diese eine kleine Nebenmission gemacht. Und jetzt würde ich... Oh, wir haben einen Punkt nur? Oh, 10 Punkte sogar. Oh, Schnieker, was ist das denn jetzt hier? Massive Kommunikationsstörung. Ja, das interessiert mich nicht so. Chopper-Rückzug. Okay. Das hätte noch was. Fernsteuerung. Ja, das finde ich ganz gut. Ist das hier Reizen? Okay. Verbesserter Sprung, Geschwindigkeit. Ja. Genau, verringert die Abklingzeit des Jumpers und des Quadrocopters. Und dann hätte ich natürlich jetzt gerne das. Das heißt, das müssen wir entsprechend dann organisieren. Und das ist im Ferry Building, okay? Da werden wir dann sehen. Kann ich irgendwie schnell reisen? Hier irgendwie hin? Schnellreise, genau. Machen wir das mal, dass wir es nicht so lange brauchen. Bin ein bisschen Zeitdruck. Ja, genau. So ein ganz klein wenig. So, und dann schauen wir nochmal nach, was so abgeht da heute. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Dieses Teil brauchen wir eh, damit wir an gewisse Punkte kommen. Und, achso, hier ist es. Kann ich ja eigentlich hier rumlatschen, oder? Ja. Nehmen wir uns ein Auto mit. Kann auch nicht schaden. Ja, ich habe nette Sachen drin. So. Da vorne haben wir es, oder? Hallo? Ja, was ist im Weg mit deiner Karre? Das ist ja schrecklich. Na, machen wir Platz. Oh, kurz. Ah, passt schon. Genau. Bam, bam. Ah, sehr schön. Noch viel besser. Gut, und hier soll das jetzt irgendwo sein. Aber wo? Da. Okay, Alter, wie mach ich das? Hab's. Sehr geil. Genau so einfach ging das also. Okay. Nicht schlecht. Ja, und dann kann ich es jetzt schon freischalten. Ist das nicht das? Doch, 1 von 1. Nicht genügend Forschungspunkte. Ach so, ich brauche jetzt noch mehr Forschungspunkte. Aber wir haben jetzt die Kerndaten. Okay, das ist in Ordnung. Daran kann ich mich gewöhnen. Ne, gut, okay, ich sollte vielleicht noch mal eine neue Mission freischalten, ne? Mhm. Ja, das... Naja, wobei, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, ne. Ich möchte irgendwas anderes. Der letzte Dollar. Genau. Was soll ich da hin? Hoffentlich nicht zu weit fahren, oder? Ja, jetzt gibt es ja diesen Vierspieler-Koop. Mega cool. Echt ganz schön. Also man muss auch wirklich sagen, das Spiel ist einfach, auch wenn es am Anfang vielleicht das ein oder andere kleine Handicap hatte, aber dann mit diesem Mega-Grafik-Update und den ganzen Extras, die jetzt gekommen sind, mega, mega geil und einfach perfekt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann auch es nach wie vor nur jedem empfehlen. Wer es noch nicht hat, holt es euch. Und nach Möglichkeit, also, oder wenn ihr die Möglichkeit habt, für den PC, definitiv geilste Lösung. Für die Konsolen ist es aber auch okay. Und ich bin der Meinung, man macht damit nichts verkehrt. Ja. Dum, 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 dum. Ja, ich finde, man muss das auch mal häufiger erwähnen. Also wenn wirklich ein Spiel geil ist und einem Spaß macht, und man da wirklich gerne dran sitzt, und man wirklich...
ernsthaft davon überzeugt ist, dass das Spiel geil ist, ich finde, dann kann man das doch ab und zu mal so wiederholen und halt auch nennen entsprechend. Warum soll man nicht seine Meinung sagen, ne? Viele sagen, nee, Mann, ich sag da lieber nichts und so. Nee, nein, das ist ja auch meins. Die Let's Plays sollen ja nicht einfach nur das Spiel so zeigen, wo ich irgendwas labere, sondern, ja, also zumindest meiner Meinung nach, das Hauptding dabei ist eigentlich, das Spiel zu präsentieren, um einerseits ein bisschen zu unterhalten, aber auch um zu zeigen, wie ist das Spiel, wie spielt es sich, was ist gut, was ist nicht so gut. Und dann als Zuschauer entsprechend eine Entscheidungshilfe oder Stütze zu haben, so nach dem Motto, Mensch, ja, ich habe das hier beim Zocker gesehen, aber es hat mir schon gefallen, ja, und der war auch ja ganz begeistert davon, der hat ja auch gesagt, es macht Spaß und so, ne. Ja, ach, das hole ich mir jetzt auch. Und das lese ich ja nun häufiger, dass der eine oder andere mich anschreibt und sagt, hey, ich fand das LP voll cool von dir, also jetzt nicht unbedingt hiervon, also generell jetzt gesprochen von irgendwas anderem, das fand ich so gut, ich habe mir das Spiel jetzt auch geholt und bin echt begeistert, danke und so. Klar, das ist auch so, glaube ich, genau das, was ich gerne damit erreichen möchte. Dass Leute dadurch zu coolen, geilen Games finden und Spaß haben. Weil letztendlich, klar, sowas angucken ist ja sicher auch sehr lustig, aber ich finde, nichts geht über Selbstzocken, ja. Das Ding selbst erleben, seine eigenen Abenteuer da drin entwerfen bzw. gestalten. Jede Mission spielt sich ja anders, auch aufgrund des Spielstils, den man hat. Wenn man auf Brutalo geht und entsprechend seinen Charakter so zurechtgemacht hat, ja, wenn man absolut auf Stealth geht oder eine Combo hat oder, es ist halt alles unterschiedlich. Es gibt auch immer irgendwelche Zufälle, die dann passieren, wodurch es mal einfacher, mal schwerer wird. Ne? Mal hast du Glück, die Leute werden verhaftet oder beziehungsweise fangen dann einen Streit mit der Polizei und dann kommt ein Riesenaufgebot. Die eliminieren sich alle gegenseitig und man hat einen sehr, sehr einfachen Job. Oder es passiert halt nichts. Es geht nach hinten los und im Endeffekt hängen noch mehr da, weil Verstärkung gerufen wurde. Also das ist alles dann doch ziemlich unterschiedlich und ich... Weil ich sagte, ich kann einfach nur sagen, ich bin wirklich maßlos begeistert von dem Teil. So, ich soll das jetzt nutzen, aber... Das Problem ist... Dass ich noch nicht so ganz weiß, wie ich das machen soll. Ja, ich müsste jetzt halt schon diesen Roboter haben, ne? Also, beziehungsweise die Möglichkeit haben, entsprechend... das nutzen zu können hier. Ja, wenn ich da die andere Drohne absetzen kann, ich glaube, dann funktioniert das so in der Richtung, wenn wir das nicht hinkriegen. Das heißt, wir müssen dann doch eine andere Mission wählen. Blumen erledigen, was haben wir da? Ah, brauche ich noch mehr Follower. Mhm. Okay. Machen wir das mal. So, mal gucken, wo das ist. Ja, natürlich am Ärmel der Welt, ne? Gibt's da irgendwas in der Nähe zum Hinteleportieren? Ja, sehr schön. Na, ich will jetzt nicht noch mehr Zeit damit praktisch verschwenden, dass wir hier durch die Gegend fahren. Wobei es auch schön ist und ist auch wichtig. Ja. Aber wenn wir es vermeiden können, beziehungsweise wenn wir da mal ganz kurz, wir machen das ja sonst ja nicht, dass wir nutzen das Feature, das ist ja auch okay. Oh, guck mal, versammeln sich alle, also das ist echt geil, ne, die versammeln sich dann, gucken gemeinschaftlich, hammermäßig gemacht, hammermama, genau, gab's da nicht von, ich weiß nicht, Black Eyed Peas irgendwie, hammermama oder irgendwie sowas, sagt er da, ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, der zieht Sneakers, ich steige mal kurz ein, weil es garantiert was Schönes im Handschuhfach. Smartwatch. Also ich bin auch immer noch am überlegen, ob ich mir mal irgendwann eine hole, aber ich sehe da eigentlich nicht so den Bedarf, zumal es bei mir dann auch entsprechend das Microsoft Produkt wäre. Ja, wegen Windows Phone und so weiter und so fort. So, wo sollen wir denn hin? Kurz Drohne nehmen. So. Achso. Okay.
Okay. Also das machen die irgendwie ganz gern, habe ich den Eindruck, ne? Diese Sachen hier von wegen, hey, du musst rumfliegen und irgendwas machen dann entsprechend. Da haben die irgendwie mächtig Spaß dran, habe ich den Eindruck. So, okay, erledigt. Oh, gucken wir mal rein da, ne? Okay, die Küche. Zum Überwachungssystem. Ich brauche nur einen Zugangspunkt in ihr Netzwerk. Nice. Okay, sehr gut aus. Okay, persönliche Ansichten sollen beschäftigt. Eine rechtliche Einführung, okay. Hm. Interessant. Das war jetzt alles. Okay. Was auch immer. Hm. Ich nehme die Karre, die sieht auch ganz gut aus. Oh shit! Ist jetzt auch Blooms Produkt. Erzähl. Die scannen okay. Bloom-Algorithmen-Daten und markieren Risikomitarbeiter. Und wer steht auf Platz 1 der Suchwortliste? Oh, das ist so süß! Gute Arbeit, Jungs. Die feuern also Leute, die uns unterstützen? Wir sollten sie verteidigen. Nicht nur unsere Supporter. Jeden, der nur das geringste Interesse zeigt. Aha. Ich schau mal in ihr Hauptbüro. Mal sehen, ob ich den Gefeuerten eine Abfindung organisieren kann. Ist ja krass. Ach, das ist das hier, ne?